Am Marktplatz in Köthen wurde in feierlicher Präsentation ein kleiner Bronze-Halli enthüllt. Seit dem Sachsen-Anhalt-Tag in Köthen vor knapp 5 Jahren ist Halli dort nun schon das Stadtmaskottchen. Und das aus der Feder des lokalen Künstlers Steffen Fischer. Damals verpasste man dem hallischen Turm ein Gesicht und verleihte ihm damit einen menschlichen Eindruck. Nun wurde vor dem Gebäude der Köthener Wohnstätten EG die neue, bedeutend kleinere Skulptur im Beisein des Oberbürgermeisters und vieler Schaulustiger, darunter Spendern des Denkmals, enthüllt. Denn diese ermöglichten erst das Projekt innerhalb von 3 Jahren umzusetzen. Die ganze Stadt hat sich daran beteiligt, es haben sich viele Firmen daran beteiligt und so. Sowas dauert halt eine gewisse Zeit und daraus ist im Prinzip diese Figur entstanden. Und auch Oberbürgermeister Bernd Hausschild freut sich über die neue, kleine Skulptur in seiner Stadt und die große Unterstützung, die das Projekt erhalten hat. Dass die Hochschule war, die ein Modell gemacht hat. Und dass Steffen Fischer war, der die Idee gehabt hat und der auch dann die ganze Geschichte betreut hat. Ob es um das Einsammeln des Geldes ging, wo im Grunde genommen die Kerstin Beutler zur Patentante des Hallis geworden ist. Also das macht mich schon ganz stolz, dass auf breitem Rücken getragen wir heute hier den Bronze-Halli sozusagen einweihen können. Ein Hingucker also und ein neues Fotomotiv der Stadt, denn man kann sich daneben setzen, Arm drumlegen, fotografieren und hat im Hintergrund den großen hallischen Turm.